für 200 Menschen, die also einzeln und alleinstehend sind, damit wir sie hier engmaschig auch medizinisch überwachen können. Es geht hier nicht um Patienten, die einer klinischen Behandlung bedürfen, sondern nur um Menschen, die einer gewissen medizinischen Kontrolle unterliegen sollen, im Verlauf der Pandemie. Das können wir hier sicherstellen an einem zentralen Punkt, weil wir hier auch idealerweise bestimmte hygienische Voraussetzungen schaffen können und vor allen Dingen auch medizinisch-technisches Fachpersonal zusammenziehen können, sodass diese Überwachung auch irgendwann auch stattfinden kann. Das ist der Sinn und Hintergrund, warum wir hier in das RPZ gegangen sind. Ein weiterer Pluspunkt, der sozusagen in diesem Zusammenhang für das RPZ mitspricht, ist schlicht und ergreifend der, dass wir auch eine räumliche Nähe zum Klinikum Witzenbrück haben, wo natürlich diejenigen, die intensiv behandelt werden müssen, beziehungsweise überhaupt klinisch behandelt werden müssen, dann unverzüglich hinverlegt werden können. Wir haben also eine kurze räumliche Distanz, sodass die Menschen dann unmittelbar in der Klinik weiter versorgt werden können, wenn sich der Gesundheitszustand dramatisch verschlechtern sollte. Das ist der Hintergrund, warum wir jetzt hier anfangen werden. Die Maßnahmen werden am Wochenende durchgeführt und auch abgeschlossen, sodass diese Notunterkunft dann ab Beginn kommender Woche bereitstehen wird für den weiteren Verlauf der Pandemie. Aktuell kann ich Ihnen sagen, dass wir 25 positiv infizierte Menschen mit Coronavirus im Kreisgebiet Steinburg haben. Und der erste Patient ist jetzt auch im Krankenhaus hier in Zuhoe in einer Behandlung. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen weiter steigende Fallzahlen hier zutage treten werden, die einer entsprechenden Behandlung bedürfen. Das hier ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit wir handlungsfähig bleiben als Kreis Steinburg im Rahmen unserer Verantwortung, um den Menschen Schutz und Hilfe zu gewähren, die darauf auch angewiesen sind. Steinburger hier zu organisieren. Da geht es um Berufsabschlüsse, da geht es um das Abitur. Am RPZ Steinburg ist die erste Abiturklausur tatsächlich noch geschrieben worden. Es gibt jetzt, wie Sie wissen, eine gewisse Unsicherheit, ob wir und in welchem Maße wir Abschlussprüfungen auch durchführen werden. Deswegen ist ganz wichtig, und da bin ich sehr froh, dass wir uns so abstimmen konnten, dass wir hier in dem Bereich einen sogenannten schwarzen Bereich haben, der aber strikt getrennt wird von dem übrigen Bereich, dem weißen Bereich, in dem wir dann unsere Abschlussprüfung, wenn es denn so kommen sollte, ganz ungefährdet mit hohen Sicherheitsstandards auch durchführen können. Also insofern, wir haben ja Zielkonflikte in der Gesellschaft im Moment. Im Moment sehe ich das hier so, dass wir alles realisieren können und wir sind natürlich sowieso ein wichtiger Baustein hier in dem Katastrophenschutzkonzept und unterstützen daher den Kreis mit allem, was wir hier haben. Und keine Kontakte hat, dann findet auch keine Überwachung statt. Solange wir jetzt noch im Augenblick geringe Infektionszahlen haben, ist es so, dass wir vom Gesundheitsamt her eine engmaschige Telefonüberwachung durchgeführt haben. Also dass zweimal am Tag telefonische Anrufe erfolgen, wo wir bestimmte medizinische Parameter auch abfragen werden. Und zwar insbesondere die Atemfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut. Das sind wichtige Hinweise, die wir von den Medizinern bekommen haben. Darauf zu achten ist, weil wenn eine plötzliche Verschlechterung eintritt, wollen wir handlungsfähig sein und den Menschen unmittelbar helfen. Und unsere große Sorge ist eben diejenigen, die alleinstehend sind, keine Familie haben, keine weiteren Kontakte haben, wer hilft denen denn dann? Da hilft dann vielleicht auch ein Telefonanruf in 12 Stunden nicht mehr. Und damit wir hier engmaschig überwachen können, zu jeder Zeit handlungsfähig sind und auch ins Klinikum leben können, bieten wir das dann als Notunterkunft. Es wird angeboten, es ist alles auf freiwilliger Basis. Das Gesundheitsamt könnte auch anordnen. Das müssen wir dann im Einzelfall sehen, da will ich jetzt mal im Gesundheitsamt nicht vorgreifen. Was ist denn die Ausstattung von diesem Zimmer? Also Sie können sich vorstellen, dass wir hier natürlich von einer Notunterkunft sprechen. Das heißt, es wird ein Bett geben, es wird einen abgeschirmten Privatbereich geben. Wir haben jetzt einen Auftrag erteilt als Kreis Steinburg an einen Messebauer, an verschiedene Firmen. Die werden hier Trennwände auch einziehen, sodass man dann sagen kann, dass man sich hier aufhalten kann. Ich stelle mir auch vor, dass es einen Tisch und einen Stuhl gibt, also dass man sich hier wirklich nochmal aufhalten kann. Aber natürlich wollen wir auch versuchen, dass die Kontakte hier mit den entsprechenden Hygienestandards eingehalten werden. Das heißt, ich habe jetzt kein Einzelzimmer, sondern es sind mehr Bettzimmer. Naja, wir sehen schon zu, dass es Einzelzimmer sind. Also deswegen kommen auch Trennwände in die Räume rein, sodass man dann seinen separaten Bereich für sich hat. Das sind Klassenräume, die dafür genutzt werden sollen.
Exakt. Die Klassenräume werden leergeräumt, das heißt, normalen Tische, Stühle werden so weit entfernt, wie es dann für die Situation jetzt angemessen ist. Dann werden, meine ich, 5 Betten pro Raum circa eingerichtet. Dann werden die entsprechenden Tische, Stühle für diese Personenzahlen auch in den Räumen verbleiben. Ansonsten wird aber das normale Schulmobiliar durchaus entfernt, sodass wir dann da für Räume tatsächlich wie im Grunde dann Krankenhausbetten oder Krankenhauszimmer herrichten. Vielleicht auch noch der Hinweis, wir werden natürlich auch für den Toilettenbereich entsprechende Campingtoiletten haben wir bestellt, die werden dann auch bereitgestellt, sodass wir da auch einen relativ hohen hygienischen Standard hinbekommen.